Herzlich willkommen, liebe ZuschauerInnen, liebe ZuhörerInnen, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Ellen Überscheer, ich bin Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und es ist mir ein großes Vergnügen, Sie im Namen der gesamten Heinrich-Böll-Stiftung und unseres Kooperationspartners, des Verlages Kiepenheuer & Witsch, heute Abend begrüßen zu dürfen zum Auftakt einer neuen Reihe, die wir hiermit starten. So bunt wie das Volk, Fragezeichen, Ausrufezeichen auch, der Kampf um die Repräsentation in der Geschichte der deutschen Demokratie. Ganz besonders freuen wir uns natürlich, dass wir diesen Auftakt haben mit der Vorstellung des neuen Buches von Robert Habeck, der bekanntermaßen von Beruf Schriftsteller ist und zugleich Parteivorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen und der sein Buch von hier an anders vorstellen wird, zusammen mit Kerstin Gammelin. Die Journalistin ist und stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung hier in Berlin. Wunderbar, herzlich willkommen, lieber Robert, liebe Kerstin Gammelin. Im neuen Buch richtet Robert Habeck den Blick nach vorn, von hier an, aber dann anders und allein das ist ja schon ein Hinweis auf die deutsche Geschichte. Denn die Frage, wo stehen die Grünen, haben die Bündnisgrünen immer beantwortet mit dem Satz, nicht links, nicht rechts, sondern vorn. Vorn auch im Namen all derer, die ihre Anliegen und ihren Platz in der Demokratie nicht recht repräsentiert sahen. Und deswegen steht auch heute noch der Kampf um die Repräsentation im Zentrum der Demokratiegeschichte. Wir erinnern uns zuerst das allgemeine Wahlrecht, da waren es auch immer noch nur Männer. Dann kam das Frauenwahlrecht und heute stehen wir vor der Frage, wie kommt die Vielfalt in die Demokratie? Nicht nur die Parlamente, sondern auch die Vorstandsetagen, die Medien und vieles andere. Heute machen wir den Aufschlag und stellen die Frage, was hält diese Gesellschaft, diese bunte Gesellschaft zusammen in Zeiten großer Veränderungen, wie wir sie heute erleben. Was bedeutet das eigentlich für die Erwartungen an die Institutionen der Demokratie, an ihre Zusammensetzung, an ihre Arbeitsweise? Was bedeutet das für die Repräsentation eines vielfältigen Volkes, nicht nur in unseren deutschen, sondern auch in unseren europäischen Institutionen? Bleiben Sie auf dem Laufenden, Hashtag so bunt wie das Volk für diese Reihe, die wir heute beginnen. Und jetzt ohne weiteres Federlesen übergebe ich sehr gern an Kerstin Gammelin und wünsche uns einen vergnüglichen Abend. Ja, vielen Dank. Auch von mir jetzt ein herzliches Willkommen zu dieser Diskussion über das neue Buch. Es steht hier. Es sind, ich habe mir eigentlich aufgeschrieben, 384 Seiten, Herr Habeck. Es sind aber dann hier drin doch nur 377, aber vielleicht ist es digital doch nochmal anders. Jedenfalls herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir darüber reden können. Es ist ja so eine Art Gesamtschau der Habeck'schen Überzeugungen in diesem Werk hier gebündelt. Und ich würde gerne in dieser Debatte eine Annäherung versuchen, also erst nochmal so ein bisschen in die Theorie eintauchen, was hält die Gesellschaft zusammen und dann aber auch den Praxistest sozusagen wagen mit Ihnen und gucken, was würde das, was Sie sich vorstellen, auf die heutige Politik bezogen bedeuten. Und ich möchte, bevor wir beginnen, noch was zum Prozedere sagen. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen können sich beteiligen an der Debatte. Sie können Fragen in den Chat schreiben und diese Fragen, die werden dann hier auf einen großen Screen eingeblendet und wir können die dann dran nehmen. Also bitte nicht zögern, diskutieren Sie mit. Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, würde ich vielleicht noch mal die Frage nach dem Zeitpunkt stellen wollen. Sie haben das Buch im Januar, Mitte Januar rausgebracht. Das war ungefähr so die Zeit, als das politische Berlin, sage ich mal, vor allen Dingen über die CDU debattiert hat und sich überlegt hat, wer der neue Vorsitzende der CDU werden könnte. Die Frage ist ja nun gelöst. Man fragt sich aber trotzdem, die ungelöste Frage ist, wer so ein Buch rausbringt, der will ja was sagen und der möchte ja auch für seine Überzeugungen werben. Und jetzt habe ich mir
Ich habe das Buch gelesen und ich habe mir dann überlegt, was ist eigentlich Ihre Grundbotschaft? Also auf dem Cover steht noch oder innen steht eine politische Skizze. Und Sie sagen auch, das ist ein sehr persönliches Buch, was Sie geschrieben haben. Für eine Skizze finde ich es aber wirklich zu lang. Also ne, eine Skizze, wenn man sich das so überlegt. Ne? Und es ist auch über, es hat einen sehr persönlichen Einstieg und ein wirklich sehr persönliches Ende, aber in der Mitte doch recht unpersönlich. Also wie, was wollen Sie uns eigentlich sagen mit dem Buch? Naja, wenn man knapp 400 Seiten braucht, dann, also wenn ich das, wenn es sozusagen eine Message gibt, nimm sie, dann hätte ich es auch auf 20 Seiten machen können. Aber über den langen Weg, der sich im Grunde durch alle ökonomischen Sphären dieser Gesellschaft durcharbeitet, endet das Buch letztlich mit der Analyse, dass man Macht erstens wollen muss und zweitens anders ausüben muss. Also nachdem ein komplexer Aufbau erfolgt, warum, wo die Fliehkräfte in der Gesellschaft, die Diffusion herkommt, auch als Begründung, wieso es so schwer ist, Diskurse neu zu organisieren, wo Hass und Gewalt herkommen mitunter, endet es dann, und wenn Sie so wollen, jetzt sag mal das in einem Satz, dass man Macht neu definieren muss und dass gerade die sich um die Macht bewerben müssen, die zuvor, und zwar für die Macht und für, mit einem Anspruch für die gesamte Gesellschaft einzutreten, die davor besonders individualistisch und subjektivistisch drauf waren. Also die Grünen. So ist es, ganz genau. Und deswegen würde ich auch nicht ganz zustimmen und sagen, das Buch ist die Gesamtschau von Robert Habecks Welt, sondern es, natürlich ist es, ich meine, wenn man ein Buch schreibt, dann muss es ja einen Grund geben, dass man nicht ein Interview gibt oder ein Programm schreibt. Insofern ist der Zugang ein persönlicher. Das ist die einzige Begründung, warum es ein Buch braucht. Aber ich würde eigentlich behaupten, es versucht nachzuvollziehen, was erstens in der Gesellschaft in den letzten Jahren passiert ist und zweitens, was mit meiner Partei in den letzten Jahren passiert ist. Also diese Hinbewegung, mehr zu sein als eine Milieuvertretungspartei, das wird in dem Buch nochmal begründet und beschrieben. Kann man denn sagen, dass diejenigen, die gerne wissen wollen, was von den Grünen kommen würde, so sie denn bei der Bundestagswahl vorne landen würde, sollen die dieses Buch lesen und dann wissen sie, was die Grünen wollen? Würden sie so weit gehen? Ja, dann sollten sie das Grundsatzprogramm lesen und das Wahlprogramm. Und aber das ist ja deutlich mehr, nochmal hier. Ja, aber es ist Zweifeln da, es ist Suchen da, es ist selbstreflexiver, deswegen ja ein persönlicher Zugang. Wenn man nur sozusagen wissen will, was kriege ich, wenn ich die Grünen will, gibt es kürzere Wege. Aber wer Lust hat, hinter die Gedanken hinter den programmatischen Sätzen und den Zahlen und den Analysen zu verstehen, jedenfalls mein Teil in den Gedanken, der kann da ruhig mal reinschauen oder die. Sie beginnen ja in dem Buch auch damit, dass nichts mehr selbstverständlich ist. Also, oder dass Selbstverständlichkeit etwas ist, was einfach alltäglich ist, was nicht mehr hinterfragt werden muss. Wir leben aber jetzt in einer Zeit, auch schon länger eigentlich, in einer Dauerabfolge von Krisen, die jetzt mit der Corona-Pandemie sozusagen nochmal so eine Art Höhepunkt eigentlich der Infragestellung erlebt. Und gleichzeitig sagen Sie in dem Buch auch, Sie stellen fest, dass Menschen eigentlich Veränderungen gar nicht so mögen. Wie bringen Sie das zusammen? Vielleicht können Sie das noch mal erklären. Also wir leben in einer Veränderungsgesellschaft. Gleichzeitig scheuen die Menschen zurück, weil sie Verlustängste haben und anderes. Wie geht das zusammen bei Ihnen? Ja, das ist im Grunde, wenn ich das so sagen darf, das größte Wagnis gewesen, dieses Buch mit dem Buch dieses Wagnis einzugehen. Ich habe es ja am Anfang der Pandemie mit ersten Skizzen und Überlegungen angefangen und dann so über den Sommer richtig geschrieben, also richtig gearbeitet und richtig viel Zeit da rein investiert. Das war also eine Zeit, wo die Pandemie und die Erfahrung der Pandemie fast positiv interpretiert wurde. Jetzt besinnen wir uns wieder auf die eigentlichen Werte. So kann Einstimmigkeit in der Gesellschaft doch mal sein. Alle finden Merkel gut. Der Frühsommer letzten Jahres. Der Frühsommer und die große überbordene Zustimmung zu all den Maßnahmen. Und das passte so gar nicht zu den soziologischen und ökonomischen Befunden, die ich davor versucht habe aufzuarbeiten und zu verstehen. Also hier quasi eine fast vergangene utopische Welt und die Leistungsfähigkeit des Staates. Und Markus Söder hat mal gesagt, dann wünscht man sich den Vater zurück, also auch nicht besonders emanzipiert, sondern so einer, der im Zweifelsfall auf den Tisch haut und sagt, wie der das gegessen wird und wo es lang geht und so. Und auf der anderen Seite über letztlich Jahrzehnte zu beobachten, konträre
konträre Tendenzen, die viel tiefer sind, die in der Gesellschaft alles umordnen. Und ich habe dann damals gesagt, das wird nicht so bleiben und die Corona-Pandemie-Erfahrung wird nicht dazu führen, dass man sich rückbesinnt, dass alles wird wie in den 60er Jahren, sondern sie wird im Zweifelsfall die Fliehkräfte verstärken. Und so kommt es ja jetzt. So jedenfalls lese ich das, was jetzt gerade passiert, jeden Tag ein Stückchen mehr, was mich sehr besorgt, weil wir nicht wissen, wie wir als Gesellschaft, wenn ich dieses gemeinsame Wir mal so in Anspruch nehmen darf, keine Ahnung, in 2 Monaten diskutieren, worüber wir diskutieren, mit welchem Brast wir möglicherweise diskutieren. Aber ich würde sagen, die Pandemieerfahrung verstärkt alles das, was vorher da war. Und deswegen wird ein Teil der Gesellschaft sich abgehängter fühlen und abgehängter sein, ökonomisch wie wertemäßig. Ein anderer Teil wird sagen, guck, wir können doch auch Dinge anders machen und jetzt haben wir das geschafft und das war doch gar nicht alles schlecht, jetzt können wir doch unser Leben entschleunigen. Und dann laufen die Diskurse wie zuvor nur noch mal wie unter einem Brennglas oder wie in einem Katalysator immer stärker auseinander. Wir wollen uns in diesem ersten Themenblock ja ein bisschen über die Theorie auch unterhalten. Und Sie tauchen ja auch sehr tief ab in das, was Gesellschaft ist, was sie zusammenhält. Mich hat dieses Buch ein bisschen erinnert, also ich komme ja selbst aus Sachsen, aus Ostdeutschland, ein bisschen an die Debatte erinnert nach der Wende, wo im Osten so für kurze Zeit eine Art Zivilgesellschaft aufgewacht ist, die dann diese Demos gemacht hat in Berlin oder in Leipzig und dann nach der Wende auch binnen eines Jahres 120 Zeitungen gegründet hat. Also das war ja alles Ausdruck eines urdemokratischen Prozesses, der dann im Prinzip vom Markt überrollt worden ist. Jetzt stehen wir wieder, wenn ich Ihr Buch lese, habe ich so den Eindruck, wir stehen da wieder in so einer Situation, die sich irgendwie da ähnelt. Und Sie versuchen ja jetzt auch eine neue Mitte der Gesellschaft da in dieser Umbruchzeit jetzt hier zu definieren, die auch wiederum so ein bisschen an den runden Tisch von damals erinnert. Also Sie sagen ja im Prinzip, Mitte ist nicht mehr die CDU oder die SPD und rechts davon ist eben dann die AfD und links davon sind die Grünen und die Linkspartei, sondern Sie sagen, Mitte ist was anderes, das Herz der Gesellschaft. Mhm. Vielleicht können Sie das nochmal, also wie definieren Sie das? Erst einmal würde ich sagen, dass die Zeit jetzt, gemessen mit den Jahren 89, 90, ein paar fortfolgende, aber nicht mehr sehr viele, weil dann genau das kam, was Sie gesagt haben, der Kapitalismus hat übernommen und zwar nicht nur die ehemalige DDR übernommen, sondern alles. Alles wurde ökonomisch definiert und auch im Positiven wie dann eben auch in den negativen Sachen bis in die normativen, in die kulturellen Werte hinein. Ich würde angesichts der Digitalisierung sagen, bis in das Privateste unserer Seelen hinein laufen jetzt marktwirtschaftliche Prozesse ab. Also wie viele Freunde wir haben, welche Partnerschaften wir finden, was wir lustig finden, was wir denken. Alles läuft nach Algorithmen, die nach Marktgesichtspunkten programmiert werden ab. Da muss man länger drüber nachdenken und ein bisschen drüber reden, was das dann wohl alles bedeuten wird. Aber das ist die These des Buches, diese Zeit ist zu Ende gekommen. Das war der große Irrtum der Ende der Geschichte-These. Alle Ideologien sind vorbei und der Markt übernimmt. Heute sehen wir eine Re-Ideologisierung allenthalben. Ja. Neue Fundamentalismen religiöser wie politischer Art global sprießen auf dem Boden. Wohlstand und Marktwirtschaft hat sich entkoppelt von Demokratie und offener und freier Gesellschaft. Und deswegen ist es quasi die Gegenzeit, wie der Spiegel dazu. Und der Versuch, ich würde sagen, es ist ja eine Machtversuchsanordnung, ist zu sagen, okay, wenn eine alte, im gewissen Sinne formiertere Welt weder erstrebenswert noch möglich ist, aber diese hyperkapitalisierte Marktwirtschaft wegen zu großen Verlusten die Gesellschaft auseinandertreibt, dann muss ja was Neues entstehen, also was anderes entstehen. Und der Versuch, den ich gebe, ist Vielfalt und Offenheit und emanzipatorische Bewegungen nicht jeweils nur für sich selbst und ihren eigenen Interessen stehen zu lassen, also Identitätspolitik für jeweils die eigenen Gruppen und Ansprüche zu verkörpern, sondern daraus ein Mehr zu machen. Und das muss dann aber ja ein offeneres gesellschaftliches Verständnis sein, gleichwohl, und das ist eben die Zumutung auch für meine Partei, mit der wir ringen, aber der wir versuchen standzuhalten, nicht nur die eigenen Interessen zu sehen, sondern die Verantwortung für das Ganze der Gesellschaft zu suchen. Und letztlich ist es trivial. Ich meine, der Begriff neue Mitte ist... Ja, vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen erklären, also wie Sie das...
meinen. Ja. Ich will einmal einen Satz zu dem Begriff neue Mitte sagen, weil der eigentlich kein schöner ist. Der ist verbraucht durch Tony Blair und Gerhard Schröder. Und das ist so ein neoliberaler Blödbegriff, finde ich. Aber er ist jetzt auf einmal wieder aufgepoppt im soziologischen Diskurs und meint im Grunde die Gewinner der Globalisierung, die ökonomisch ganz okay dastehen, nicht super reich sind, aber ihre ökonomische Potenz anders nutzen, als noch mehr machen, sondern ja, die Grünen sozusagen, wenn sie so wollen, ein nachhaltigeres Leben führen, Vereinbarkeit und Familie und Beruf hinkriegen, ab und zu mal ein Sabbatical, Männer machen Karrierepause, kümmern sich auch um ihre Kinder. Ideal. Frauen auch. Ideal. So, das ist sozusagen die neue Mitte und es ist eine Selbstverwirklichungsmitte. Und Selbstverwirklichung heißt, wie der Name schon sagt, sich selbst verwirklichen. Das ist auch die Begrenzung. Das ist das Schöne. Ich bin voll Teil dessen. Ja, das war ich immer. Und das war immer mein Ding. Deswegen bin ich der ich bin. Und wenn es aber neue Mitte heißt, über den Begriff, wie gesagt, kann man streiten, ja, dann muss sie auch Ja dazu sagen. Dann muss sie sich auch klar, dann muss sich dieses Milieu klar werden, was das bedeutet, in der Mitte zu sein. Das heißt nicht numerisch die Mehrheit zu haben. Es heißt nicht ökonomisch die größte Power zu haben. Es wird immer Gruppen und Milieus geben, die reicher sind, größeren Lobbyismus haben. Aber wahrscheinlich, und das muss man zugeben, den gesellschaftlichen Diskurs zu prägen, zu framen. Siehe Klimawandel, siehe Emanzipation. Niemand würde mehr in Frage stellen, dass die Geschlechter gleichberechtigt sind, dass es mehrere Geschlechterrollen gibt, dass eine Gesellschaft besser ist, wenn sie offener ist. Niemand ist falsch, weil es natürlich immer Gegenwehren dagegen gibt. Aber das, finde ich, prägt, dass da sind die Grünen, wenn sie so wollen, das grüne Milieu. Daraus folgt aber etwas. Wenn man die definierende Kraft einer Zeit ist, dann muss man auch machtpolitisch nachziehen. Und das versucht das Buch zu beschreiben. Wie ändert sich aber Macht, wenn es daher kommt? Wie ändert sich Politik? Wie ändert sich die Sprache der Politik, die Inhalte der Politik, die Repräsentation der Politik? Das ist der Versuch. Und, Sie sagen ja auch ganz klar in dem Buch, also klar, die Grünen, die wollen jetzt Macht. Wir müssen Macht übernehmen, weil wir in dieser Veränderungsgesellschaft sind. Und wenn wir das sehen, was sich alles verändern kann, und zwar zum Guten und zum Schlechten, und wir das gestalten wollen, brauchen wir die Macht. Das ist ja auch neu. Erstmal sage ich, dass Macht nichts Böses ist, sondern auch da, ich muss immer sozusagen nochmal persönlich. Ich habe ein paar mehr Seiten gebraucht, aber mit Hannah Arendt versuche ich unter anderem zu erläutern, dass wenn man nicht selber um die Macht sich bewirbt, es nicht dazu führt, dass keiner Macht hat, sondern halt nur andere. Und Macht in dem Sinne ein strukturierendes Element ist, auch ein die Gesellschaft formierendes Element und deswegen es Regeln gibt und Kontrollmechanismen gibt und so weiter. Aber sich davon fernzuhalten, was ja auch jetzt nicht so eine neue Erkenntnis für die Grünen ist. Ich meine, wir waren lange 7 Jahre in der Bundesregierung, wir sind in 11 Landesregierungen, ich war selber stellvertretender Ministerpräsident, Kretschmann und so weiter. Also wir üben ja die ganze Zeit Macht aus, auch in Regierungen. Aber nochmal sich zu der neuen Positionierung, der neuen Mitte sozusagen, dem Anspruch, dem Selbstanspruch des Milieus zu kommen, musste ich einmal auf, keine Ahnung, 15 Seiten deutlich machen, dass man Ja dazu sagen muss und dass das Gegenteil von Macht nicht Machtlosigkeit 15, ist. Aber es ist länger, glaube ich. Ne? Ich weiß also, nicht. Sie haben das Buch gelesen, ich habe es nur geschrieben. Ja. Aber also so ist es, also ein sehr selbstbewusstes und sehr klares Bekenntnis, das dazu jetzt Ja zu sagen, um es dann neu und anders interpretieren zu können. Vielleicht können wir an der Stelle mal ein bisschen ins Innenleben Ihrer Partei gucken. Also das ist ja jetzt ungefähr ein Monat auf dem Markt. Hm. 15. Januar, glaube ich, ist es erschienen. Ne? Ist also Zeit genug, dieses Buch zu lesen. Kriegen Sie denn da schon Rückmeldungen? Also kriegen Sie jetzt E-Mails und sagen, hey, nee, wir wollen das gar nicht? Oder doch, stehen wir voll hinter? Oder wie ist so die Resonanz? Es gibt schon Resonanz, aber für die Partei ist es, glaube ich, viel weniger. Für die Partei, ne? 100.000 Leute, also das ist so vielfältig wie die Süddeutsche Redaktion oder die Politikerinnen oder so. Aber ja, gut, für diejenigen, die den Weg der letzten Jahre mitverfolgt haben, ist es, glaube ich, gar nichts Neues. Weil, deswegen sage ich ja, das Buch ist nicht Robert Habeck erklärt mal, wie die Welt sein sollte, sondern versucht zu begründen auf einer persönlicheren und tieferen Ebene, was eigentlich passiert ist in den letzten 3 Jahren. Und wie immer in der Politik überlegt man sich ja nicht jeden Einzelschritt vorher, sondern manchmal
blickt man zurück und sagt, ups, durch verschlungene Wege sind wir jetzt da, was haben wir eigentlich gerade gemacht? Mhm. Und am ehesten ist es, glaube ich, so, dass grüne Mitglieder, die das Buch lesen, so ging es mir auch beim Schreiben, sagen, ach, deswegen haben wir uns so wohl gefühlt mit dem Wahlergebnis und den Reden. Also dass so ein bisschen vielleicht erklärt wird nochmal, was wir gerade da getan haben. Aber den Weg sind wir sehr gemeinsam gegangen in den letzten Jahren. Die Partei will erstens Macht, sie will regieren und sie will nicht mehr nur Einzelinteressen, die die anderen nicht mehr so auf dem Zeiger haben, vertreten, sondern sie hat den Anspruch an sich selbst und für die Politik, das Zentrum dieser Republik darzustellen. Und Ihre Co-Vorsitzende hat das Buch wahrscheinlich auch schon gelesen, oder? Haben Sie es ihr vorgelesen, vielleicht im gemeinsamen Büro? Nö, so viel Zeit haben wir nicht, um das vorzulesen. Aber sie kennt es, sie hatte das schon früh in Vorfassungen und dann als das sozusagen gesetzt und war dann auch und fand es super. Sie schreiben ja in dem Buch sehr viel über Paradoxien. Eines der Paradoxe ist sozusagen das, dass Sie sagen, die Menschen... Also Sie sagen, Veränderung ist nötig und wir müssen diese gestalten. Deswegen wollen wir auch die Macht haben. Andererseits sagen Sie aber auch, dass Sie beobachten, dass die Menschen eben Angst haben vor Veränderung. Und nun habe ich mich gefragt, wie will man im Wahlkampf eigentlich Menschen gewinnen, wo man weiß, die wollen sich eigentlich gar nicht verändern, mit der Aussicht auf Veränderung? Ja, erst einmal sollte man nicht erstaunt sein, dass nicht alle sofort klatschen und Hurra schreien, wenn man sagt, so, die Pandemie hat vieles anders gemacht und jetzt müssen wir, um den Klimawandel zu beherrschen, die Globalisierung anders zu denken und die offene Gesellschaft zu schützen, noch mehr anders machen. Dass dann ein paar Leute zurückzücken und sagen, boah, kann es nicht auch mal gut sein mit euren ganzen Wenden, Agrarwende, Finanzwende, Bauwende, Energiewende, was immer wir da noch machen. Ich meine, Wende... Ich habe in einem Vorbericht zu heute gelesen, die Grünen wollen ja gar keine Revolution mehr. Revolution ist ja wörtlich quasi auch eine Wendefigur. Dass Menschen also da so ein bisschen schwindelig werden, das ist erstmal nicht überraschend. Also sollte man mit einem gewissen Verständnis darauf reagieren und geduldig erklären. Und zweitens ist der zweite Teil ja, dass wir diese ganzen Operationen nicht vornehmen, um allen noch mehr Schwindel zukommen zu lassen, sie noch wuschiger werden zu lassen, sondern... Das versucht das Buch dann zu begründen, weil der Stillstand, das Verharren in den alten Paradoxien, in den alten Widersprüchen und eine Politik, die die letztlich nur repariert, also wir haben einen Niedriglohnsektor, wir haben Dumpinglöhne, aber wir machen 5 Euro mehr Kindergeld oder so etwas und das ist dann unser politisches Angebot, die Fliehkräfte einfach nicht mehr stoppen kann. So, und deswegen, um Halt, Vertrauen, Sicherheit herzustellen, keine reparative Politik mehr, sondern zu versuchen, die Krisen, die Wellen der Krisen, wie es jetzt immer heißt, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ein verräterisches Bild ist ja, wir müssen vor die Welle kommen. Jetzt sind wir hinter der Welle, der Pandemiewelle, wir müssen wieder vor die Welle kommen. Besser wäre ja mal, die Welle gar nicht mehr entstehen zu lassen. Zumindest nicht so hoch, dass sie einen komplett von den Füßen haut. Und dazu muss sich vieles verändern. Da müssen sozusagen die Gegensätze zu Synergien gebracht werden in den verschiedenen Bereichen, versuche ich das dann durchzudeklinieren. Und das ist dann die Hoffnung, dass die Menschen das Vertrauen zu unserem politischen Angebot dadurch gewinnen. Dass sie also das erkennen, dass Halt und Stabilität und auch Geborgenheit nicht entsteht, indem man alles weiterlaufen lässt wie bisher, sondern eben, indem man Dinge anders macht. Sie verwenden ja auch im Buch das schöne Bild von der Welle, nämlich dass es Wind und Wasser und Wellen immer gibt und dass der beherzte Steuermann aber das Ruder so stellen muss, dass man eben vor den Wind oder vor die Welle kommt und in die Richtung fährt, den Wind also nutzt, um in die Richtung zu fahren. Das ist ja ein sehr, also das Bild versteht man eigentlich, würde ich sagen. Mit diesem Ausflug schon ein bisschen ins Praktische würde ich auch in diesen zweiten Themenblock überleiten und zwar, wenn man das, was Sie in diesem Buch schreiben, jetzt in praktische Politik übersetzt, was würde das bedeuten? Sie haben ja zum Beispiel Wirtschaftshilfen, Industriepolitik, Digitalpolitik, Sozialpolitik, kommt ja alles vor in dem Buch, aber Sie gehen da eigentlich nicht tiefer näher ein. Also der Wähler weiß oder der Leser weiß, okay, mit den Grünen wird das eine oder andere teurer werden, aber... Weiß ich gar nicht, ob das so stimmt mit dem teurer werden. Nee. Also
Nee, also erstens würde ich ein bisschen widersprechen. Ich finde, für ein Buch, das dann ja irgendwann noch mal zu dem Punkt von Macht und Verantwortung, also zu der Auflösung kommen muss, sind 300 Seiten Umweg schon ganz schön viel. Klar, man könnte für den Wirtschaftsteil der Süddeutschen auch noch mehr auch über ein Thema schreiben. Aber, wobei wir ja dann auch sehr also, breit aufgestellt sind im Wirtschaftsteil. Also wenn Sie nach Reaktion, stimmt, nach Reaktion fragen, sagen die meisten, brauchtest du tatsächlich so viele Beispiele? Musst du auch noch irgendwie die Rentenpolitik noch mal durchdeklinieren? Und wir hatten es ja davor schon verstanden, was das Problem ist. Also, aber okay, jeder, man muss halt irgendwie. Ein ganzheitliches Werk hat eben auch die Rentenpolitik drin. Deswegen würde ich halt sagen, dass ich schon versuche, tief einzutauchen, also tief wie so ein dann ja für the Masses geschriebenes Buch das hergibt. Aber zu dem Preis richtig ist, dass in den verschiedenen Sparten, und so mache ich das dann ja, von der Urproduktion, also dem primären Sektor über die Industrie bis zum Dienstleistungsbereich, versuche ich die verschiedenen Pole, die Widersprüche zu analysieren, wo die herkommen, was sie einerseits Gutes bringen, aber auch was ihre Probleme sind. Aber unterm Strich kann man sagen, dass ein Prinzip der Billigkeit, also durch Ökonomisierung als radikalste Form von der Markt entscheidet, und der Markt entscheidet immer nach dem günstigsten Angebot sozusagen, dass das nicht mehr funktioniert. Insofern haben Sie einerseits recht, Dinge würden teurer werden. Also wenn man industrielle Produktion zumindest von kritischen Gütern in Europa halten will und nicht in Südostasien produzieren will, dann wird es etwas teurer werden. Das Gleiche gilt für die Landwirtschaft. Wenn man nicht mehr Wachse oder Weiche spielt, sondern Umweltschutz und Tierschutz und Klimaschutz als integralen Bestandteil der Landwirtschaft, als extensiven Moment in der Landwirtschaft mit einbaut, dann würden Milch und Fleisch und Eier etwas teurer werden. Aber das wollen Sie ja in dem Buch. Aber ob es dafür dann auch im Portemonnaie insgesamt teurer wird, das ist eine andere Frage, weil wir, wenn ich bei der Landwirtschaft bleiben darf, ich kann das aber auch genauso gut bei anderen Bereichen zeigen, auf der einen Seite geben wir jährlich 5 Milliarden aus für die Landwirte, um dass sie produzieren, und zwar auf die intensive Art. Und dann geben wir nochmal Milliarden aus, um die Schäden wieder zu reparieren. Das Geld kommt auch irgendwo her. Das ist aber nicht, das wird nicht bei Aldi oder Lidl kassiert. Das ist Steuergeld. Das ist ihrs und allen Leuten, die das jetzt hören, wenn sie, insofern sie Steuern zahlen, Steuergeld. Mit einer Lebensmittelverschwendung, die in Deutschland ungefähr 20 Milliarden Euro von produzierten Gütern ausmacht. Wenn also die weggeworfenen Lebensmittel und die Steuergelder gerechnet würden und dadurch eine nachhaltige Landwirtschaft entstehen würde, würde es wahrscheinlich gar nicht teurer werden. Genauso gut die Globalisierung, der Niedriglohnsektor. Wenn wir da kurz bleiben könnten, Herr Habeck. Wir haben niedrige, ganz nur, dass es nicht nur um Bauern geht. Wir haben, die Gesellschaft profitiert von niedrigen Löhnen im Dienstleistungsbereich. Viele Menschen leiden darunter, die Gesellschaft profitiert, aber auf der anderen Seite muss sie diese Menschen unterstützen. Und wir haben Probleme im Sicherheitsbereich, wir müssen die Hartz-IV-Leistungen stemmen und so weiter und so fort. Wäre mehr Bildung, mehr fairere Löhne tatsächlich, würde es wirklich das teurer machen? Ich bezweifle es. Wir haben nur ein merkwürdiges Umverteilungssystem, wo die Preise eben nicht die tatsächlichen Probleme der Gesellschaft abbilden. Insofern, einiges wird teurer werden, aber was für die Menschen teurer wird, damit wage ich mal zu bezweifeln. Ich finde, das ist einer der springenden Punkte, den Sie da jetzt gerade ansprechen, dieses Umverteilungssystem. Was wir jetzt auch ja in der Krise sehen, dass zum Beispiel Niedergelassene oder Ärzte mit Tests für 59 oder 99 Euro ganz viel Geld verdienen und so ein Sozialhilfeempfänger sich nie testen lassen kann und dann der Staat das Geld zuschießt. Das ist ja auch so ähnlich das Problem. Die Frage ist aber, wenn Ihre Analyse stimmt, und das scheint ja auch so zu sein, haben wir ein großes Umverteilungsproblem. Wie wollen Sie denn mit den Grünen dieses Problem angehen? Also wie wollen Sie die Gesellschaft zu überzeugen zu sagen, okay, wir müssen hier was ändern, und noch viel mehr, wie wollen Sie, Sie widmen sich ja auch den Lobbyisten und alle Verbände und alle Beteiligten überzeugen, da umzusteuern? In der Tat sind zwei Dimensionen eng verknüpft. Ich würde sagen, der Diskurs der Anerkennung, also eine kulturelle Frage, wie man sich repräsentiert fühlt, wie der Beruf gewertschätzt wird. Das ist nicht gleichzusetzen mit Armut. Also viele Menschen, die die Grünen doof finden, mich persönlich doof finden, die zornig sind, die den Wandel nicht wollen, haben ganz okaye Jobs. Und wahrscheinlich überdurchschnittlich bezahlte Jobs, aber die Sorge, sie zu verlieren, oder zumindest fühlen sie sich auch in ihren Berufen nicht mehr gesellschaftlich
akzeptiert. Landwirte wären ein Beispiel. Also Kinder von Schweinebauern werden gemobbt und der Vater kann durchaus gutes Geld verdienen, aber fühlt sich trotzdem nicht wohl im Moment in der Gesellschaft. Und wenn man mit den Betriebsräten in den Automobilherstellerfirmen spricht, die den Diesel bauen, rechtfertigen sich automatisch. Also die sind sozusagen in die Defensive geraten, verdienen aber okay, erstmal gewerkschaftlich geschützt und ausgehandelt gute Löhne. Also es gibt sozusagen ein Problem jenseits der Ökonomie und es gibt natürlich sehr krass, und da haben Sie recht, Ungerechtigkeitsprobleme in Deutschland. Den Niedriglohnsektor habe ich angesprochen, schlecht bezahlte Berufe haben wir jetzt überall gesehen, in der Pflege allzumal, was da passiert. Und wenn man das ändern will, bedeutet es, mehr Geld aufzuwenden für die schlecht bezahlten Berufe, für diejenigen, die die Berufe nicht mehr haben, weil sie die verlieren, entweder in der Krise oder durch Digitalisierung, heißt es, staatliche Unterstützung für neue Berufe, Weiterbildungsmaßnahmen oder ein System, das nicht mehr Hartz IV sein sollte, weil das ja quasi dem Gedanken folgt, jeder ist für seine Arbeitslosigkeit selbst verantwortlich und wenn man sich nur richtig anstellt, dann wird das auch wieder was. Also wie Kurt Beck gesagt hat, rasieren und Haare waschen, dann klappt das auch alles wieder. Bisschen klingt fast pervers in der Corona-Zeit oder jedenfalls war es damals schon falsch und heute springt einem sozusagen der Fehler ins Auge. Und bevor wir zu höheren Steuern kommen, finde ich die schreiendste Ungerechtigkeit, dass viele Steuern, die bezahlt werden müssten, nicht bezahlt werden. Das Schließen und das Bekämpfen von Steuerschlupflöchern, das Einsammeln der Gelder, die da sind, ist in der Summe, die möglich wäre, deutlich höher als höhere Besteuerung, wobei ich nichts gegen höhere Besteuerung von großen Einkommen und Vermögen habe, ganz im Gegenteil. Sie haben aber trotzdem jetzt noch einen Bereich ausgelassen und Sie haben gesagt, der Staat muss mehr Geld aufwenden und so weiter. Aber es geht ja auch darum, wenn wir umverteilen, dass dann manche, die jetzt sehr gute Gewinne haben und viel verdienen, eben dann möglicherweise weniger haben. Und die Unterstützung werden Sie ja kaum gewinnen. Und wie wollen Sie diesen Umverteilungsprozess, wie wollen Sie die Mehrheit dafür kriegen, dass man das macht? Gewinne sind dann ja gewünscht und gewollt, wenn sie zu nächsten Investitionen führen, wenn das Geld arbeitet, wenn Sie so wollen. Deswegen zur Enttäuschung einiger, Kommentatoren, schaffe ich den Kapitalismus ja nicht ab, schlag das noch nicht mal vor. Sie kritisieren ihn nur. Die Regeln müssen geändert werden. Das ist ja das Paradox. Das Paradox heißt ja nicht nur, alles ist schlecht, dann wäre es ja kein Paradox, sondern ein einziger Abstieg und ein Verfall, sondern anzuerkennen ist ja, dass wir enorme Fortschrittsgewinne und Freiheitsgewinne haben durch marktwirtschaftliche Prozesse. Das Problem ist nur, dass durch die Fortschrittsgewinne auf der anderen Seite so große Verluste entstehen, ökologische, klimatische, aber eben auch soziale Verluste, dass das System, das so lange den Wohlstand gesichert hat, aus meiner Sicht jetzt einfach heiß läuft oder zu zerbrechen droht. Und das heißt, wie schafft man es, das Gute, die Kreativität, die Offenheit, die Zukunftsfreude, die über Märkte zu organisieren, ist so zu lenken, dass sie nicht gegen die Interessen der Gesellschaft arbeitet, die ökologischen wie die sozialen. Und das heißt, dass die Gewinne erstens nicht entzogen werden sollten, sondern möglichst stark reinvestiert werden. Interessante neue Modelle von Wirtschaftsformen, von jungen Unternehmerinnen oder auch älteren Unternehmen, die einfach sagen, wir wollen das gar nicht. Wir wollen sozusagen die klassische Tradition des Familienunternehmens für unsere Firmen jetzt haben. Wir wollen, dass man Gewinne nicht mehr rausziehen kann. Die Unternehmen dürfen weder verkauft noch vererbt werden können. Heißt eigentlich, die Gelder werden immer wieder reinvestiert. Wenn das nicht passiert, ist das die Aufgabe des Staates, das zu machen. Also, dass ein Teil der Gewinne dann wieder reinvestiert wird. Das ist dann klassische Steuerpolitik und eine andere Bemessung des Wachstums, eine gerichtetere, qualitativere, wäre dringend angezeigt. Sie haben ja auch, ohne es jetzt auszusprechen, aber schon Steueroasen, Steuersparmodelle und so weiter erwähnt, also die Steuern, die nicht gezahlt werden, auch Schwarzmarkt und so weiter. Nun machen wir bei uns ja in der Zeitung auch ganz oft irgendwie LuxLeaks und alle möglichen Steueroasen-Enthüllungen. Mein Eindruck ist aber, dass die Leute das immer weniger eigentlich interessiert. Also man guckt da drauf und denkt, ups, ja, wieder. Also aber dann denkt man doch, kennt man ja, es ändert sich nicht. Und deswegen meine Frage an Sie, wie,
Haben Sie eine Idee, wie man diese Steueroasen angehen könnte? Das ist nicht mein Eindruck, sondern mein Eindruck aus den politischen Veranstaltungen, als es noch welche gab. Das ist, natürlich gibt es die jetzt alles in Zoom und GoToMeeting-Konferenzen und wer immer noch sich an unserer Kommunikation gerade in der goldenen Nase verdient. Aber es ist natürlich eine irgendwie sedierte Form von Politik. Also das Feedback ist nicht so unmittelbar, wie wenn 500 Leute zuhören und raunen und huscheln oder Buh rufen. Aber als das noch möglich war und auch in dem persönlichen Gespräch erlebe ich es völlig anders. Wenn man sagt, warum zahlt der Buchhändler seine Steuern, wenn er dann Gewinne macht, aber Amazon keine, dann sagen alle, das geht nicht. So kann das nicht sein. Und deswegen glaube ich, es gibt eine große Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, dass diese Ungerechtigkeit geschlossen wird. Ich würde fast sagen, die ist noch größer als die Steuern angemessen zu erhöhen. Und es gibt das Eklatante ist, dass es gibt verschiedene Schätzungen, Sie werden die besser kennen als ich, wie hoch die nicht gezahlte Steuerschuld ist. Aber es gibt Schätzungen von der Europäischen Union nur für Deutschland, die sind im dreistelligen Bereich, also über 100 Milliarden Euro, wenn es die Hälfte ist. Man weiß es ja nicht, ist ja das nicht gezahlte Geld, aber es sind jedenfalls hohe zweistellige Milliardenbeträge, die nicht gezahlt werden, die dem Staat zustehen für Bildung, für Schulen, für Pflegekräfte und so weiter, die nicht gezahlt werden, die wir uns durch die Lappen gehen lassen, weil wir nicht vernünftig ahnden und diese Steuersparmodelle nicht trockenlegen, diese Sümpfe nicht trockenlegen. Und auf der anderen Seite gibt es Studien, die sagen, dass Menschen, die Anspruch auf Unterstützung haben, diese Gelder, staatliche Gelder, die ihnen eigentlich zustehen, ebenfalls nicht beantragen oder nicht abrufen, ebenfalls in zweistelliger Milliardenhöhe. Also die Reichen, die Superreichen, besteuern, können ihre Gewinne wo immer hinbringen, ohne sie zu versteuern. Diejenigen, die das Gegenteil von superreich sind, scheitern an der Antragstellung. Da muss ich jetzt erstmal gar nicht neu was erfinden und sagen, das kann nicht sein. Und wenn das geschlossen wird, wenn alle, die Anspruch auf Unterstützung haben, ohne sich würdelos zu fühlen, diese Unterstützung bekommen, also der Sozialstaat funktioniert und alle, die ihre Steuern zahlen, wie es sich gehört, dann wäre die Welt schon fast eine gute. Ja, aber die Frage ist ja, wie kommen wir dahin, ne? Dass alle ihre Steuern zahlen. Aber weil das ist ja kein Voodoo, das ist Machtpolitik. Das ist Machtpolitik, ja. Aber es haben ja alle, also da war noch Herr Schäuble Finanzminister, hat er auch schon gesagt, wir machen das. Also alle sagen, ja, wir machen das und die Ausbeute ist, sagen wir mal, mager. Gut, aber da sind wir jetzt keine Engel. Also Deutschland blockiert in dem Fall die CDU/CSU, die hoffentlich Herrn Scholz, also nicht hoffentlich, aber sie hoffentlich ist die SPD da weiter, aber in diesem Fall ist es, das weiß ich, die CDU/CSU blockiert, dass Deutschland auf europäischer Ebene einer Richtlinie zustimmt, die dafür sorgt, dass die Länder offenlegen müssen, welche Steuern sie in welchen Ländern bezahlen. Da müssen sie noch gar nicht mehr bezahlen, aber das sogenannte Country-by-Country-Reporting sorgt dafür, dass man erstmal weiß, zahlen die überhaupt Steuern? Und das würden alle mitmachen, nur Deutschland nicht. Deswegen, ja, Machtpolitik heißt, so stark zu werden, dass die CDU keinen Einfluss mehr hat, sowas zu verhindern. Das heißt also, Sie müssen ja stärker werden als die CDU, wenn Sie dann mit denen als Juniorpartner regieren könnten ansonsten. Ja, niemand hat Lust, mit der CDU als Juniorpartner zu regieren. Also am Ende wird das Land eine Regierung brauchen, aber nee, natürlich habe ich keinen Bock als Juniorpartner. So will ich weder denken noch. Die CDU will ich so regieren. Als Juniorpartner. Ja, irgendeiner muss halt Juniorpartner sein, aber erstmal habe ich keine Lust, dass wir Juniorpartner sind. Mal gucken, okay, was da rauskommt. Das ist jetzt verstanden. Vielleicht. Können wir, oder ich würde gerne noch ein bisschen Corona-Pandemie machen und auch was dann mit Ihnen als Regierungschef oder Chefin anders wäre. Sie schreiben ja in Ihrem Buch, auf Sicht fahren ist eine Bankrotterklärung. Ich übersetze das jetzt mal einfach so. Auf Sicht fahren ist aber gerade genau das, was die Bundesregierung macht und was auch Frau Merkel macht und was die Bürger zunehmend nervös werden lässt. Das ist auch wieder so ein Paradoxon. Wie erklären Sie sich das? Na, erst einmal ist es nur eine Übersetzung dessen, was die Metapher auf Sicht fahren bedeutet. Das Buch hat mehrfach so maritime Stellen.
Und wenn man auf Sicht fährt, dann bleibt man unter Land. Dann hat man den Kurs verloren. Also man traut sich nicht mehr über einen großen Teich oder über die Ostsee oder was immer zu schippern, sondern man fährt immer. Wo der Wind herkommt. Man weiß nicht mehr, wo man ist. Hm. Man weiß, ja, den Wind weiß man noch vielleicht, aber man weiß nicht mehr, wo man hat eigentlich die Orientierung verloren. Und dann bleibt man lieber unter Land, dann hofft man, dass irgendwann ein Leuchtturm kommt, dann hat man wieder eine Peilung, so ungefähr. Das ist auf Sicht fahren im maritimen Bereich. Insofern ist dieses, das soll ja immer toll klingen, wir fahren auf Sicht, sowas wie, wir machen vorsichtige Schritte und wagen uns nicht zu weit raus. Aber eigentlich sagt das, wir haben den Kompass verloren. Wir wissen nicht mehr, wir wissen nicht mehr, wo es lang geht. So, das wollte ich nur einmal kurz aussprechen. Segler sozusagen. Ja, ne, das, ich glaube, auch derjenige, der der Sprache manchmal hinterher hört, was da eigentlich gesagt wird. Und klar, es wäre naiv zu glauben, es gäbe keine politischen Situationen, wo man einfach nicht weiß, was jetzt richtig ist und passiert. Ich habe das selber häufig genug erlebt, auch in engen Entscheidungssituationen. Also man wird dieser Situation niemals komplett entkommen können. Die Frage ist, ob man es versuchen kann, ob man den Kompass so eichen kann, dass man Krisen nicht heraufziehen, nicht so stark heraufziehen lässt. Und wenn sie da sind, vorausschauender agiert. Und rückblickend muss man sagen, bei allem persönlichen Respekt für die Leistung, diejenigen, die jetzt Ministerpräsidentin sind oder der Bundeskanzlerin oder mit dem Kabinett. Ich weiß, dass sie sich die Hacken wund arbeiten, aber viele Dinge sind nicht vorausschauend geregelt worden. Und zwar nicht nur in der Pandemie, also Masken, Impfstoff, jetzt wahrscheinlich Selbstschnelltests, sondern auch die Digitalisierung des Gesundheitswesens, überhaupt die Warnung vor zoonotischen Pandemien von 2012, die irgendwie gelocht und abgeheftet wurde. Insgesamt hat man das Gefühl, dass dieses Auf-Sicht-Fahren ja eher nicht etwas ist, was man gefürchtet hat, was man weiß, was kommen kann, aber was man bloß verhindern will, sondern was eher den Zustand der letzten 10, 12, 15 Jahre als Grundmodus der Politik ausmacht. Immer die Krisen eskalieren lassen, die Finanzkrise, die Situation der Geflüchteten 2015. Und dann macht man schnell noch so eine Art Halse oder so etwas. Aber das ist ja, das ist ein Spiel mit dem Feuer im Grunde. Und die Krisen werden zu groß, um dieses Politikmodell noch fortzusetzen. Sie haben ja davon gesprochen, dass Sie im Prinzip, Frau Merkel oder die Regierung, jetzt wartet, bis da wieder ein Leuchtturm zu sehen ist, wo man hinsteuern kann. Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Steuermann wären, wie würden Sie das Schiff denn steuern, wenn Sie nicht auf Sicht fahren? So, wonach würden Sie sich richten? Nach welchem Wind oder Leuchtturm? Jetzt sind wir natürlich sehr weit schon von Kurs ab. Also das muss man einfach zugeben, wir sind nicht bei Stunde Null. Und noch einmal, ich will nicht naseweiß klingen. Und wir waren ja als Partei in den Regierungen und als Parteiführung immer wieder in den Gesprächen dabei. Also das ist sozusagen rückblickend zu beschreiben. Und dann fällt einem halt auf, dass die Breitbandversorgung, die App, die Gesundheitsämter, die nicht miteinander schnell genug kommuniziert haben, noch immer keine gemeinsame Software haben, dass das alles nicht gut genug ist. Aber wenn das nicht sozusagen als frech und forsch verstanden wird, kann man jetzt einfach auf den Tag oder auf diese Stunden gucken und sagen, jetzt haben wir ja wohl gesehen, dass wir eine strategische Planung brauchen, auch von Materialien, die wir brauchen. Und ich würde jetzt als erstes sagen, Das nächste Ding sind die Selbstschnelltests. Die können richtig eingesetzt helfen, Lockerungsmaßnahmen differenziert, zielgenau umzusetzen, weil man dann auch gegebenenfalls wieder schließen kann, weil man dann weiß, wo das Virus ist. Dafür brauchen wir große Mengen. Wir gucken uns an, welche Mengen werden behördlich angeordnet, beispielsweise für Schulen. Die müssen dann vom Staat übernommen werden. Welche Schnelltests können wo eingesetzt werden, wo private Verbraucher sind. Das rechnen wir hoch und dann sagen wir den Schnelltestanbietern, Firmen, so schnell wie es geht, brauchen wir so und so viele Millionen Dinger wöchentlich. Das wäre jetzt das nächste Ding. Also Sie sagen, der Staat müsste sich kümmern auch, dass das hergestellt wird. Er müsste eine Abnahmegarantie aussprechen und sagen, wenn die Dinger alle so weggehen im Markt und das kostet uns nichts, fein. Wenn wir das unterstützen müssen, dass sozial schwächere ist keine schöne Metapher, die habe ich aufgegriffen, aber ärmere Leute Unterstützung brauchen, dann geben wir die. Die Dinger sind nicht billig. Oder das weiß man ja noch nicht, sind ja noch nicht alle im Markt, aber möglicherweise sind sie nicht billig. Nicht billig sein. Aber wenn wir darauf hängen bleiben, dann bezahlen wir halt das Ding. Hauptsache, wir haben
haben die. Das wäre jetzt vorausschauendes Plan, nicht nach dem Prinzip der Billigkeit. Aber wenn Sie sagen, Sie waren auch immer in diese Runden immer mit eingebunden, wie kann man denn eigentlich den Leuten dann erklären, dass es gelingt, in einem Jahr eine Corona-Impfung zu entwickeln, aber dass es nach einem Jahr noch keinen Selbsttest gibt? Ja, vor allem frage ich mich, wie kann man erklären, dass wir dreistellige, also EU-weit 2 Billionen Euro ausgeben zur Unterstützung der Wirtschaft und Wiederaufbau der Wirtschaft, aber beim Impfstoff knausern. Das ist ja andersrum, wäre das wahrscheinlich die bessere Logik. Mhm. Lieber zu viel Impfstoff, den wir dann im Zweifelsfall auch der Welt zur Verfügung stellen und dafür ökonomisch schneller wieder in den Gang kommen. Ja, und sonst die Entwicklungsschritte der Pharmaindustrie, das, warum die Impfstoffe da sind und nicht die Schnelltests, das weiß ich nicht. Eine andere Frage ist ja auch, warum gibt es eigentlich diese Wirtschaftshilfen, ohne dass der Staat sagt, okay, wir helfen, aber ihr produziert jetzt Impfstoff? Oder finden Sie, das würde zu weit gehen? Einige Unternehmen können das nicht. Ich glaube, aber es wäre sinnvoll zu sagen, hier sind die Wirtschaftshilfen und die sind an Veränderungsauflagen geknüpft, oder man macht es so und sagt, das sind erstmal häufig bei den großen Industrieunternehmen Kredite. Wenn ihr die einsetzt, um beispielsweise CO2 zu sparen, dann wandeln wir die um in Zuschüsse beispielsweise. Oder wir schaffen Modelle der steuerlichen Vergünstigung, die an ökologischen Fortschritt oder Innovationsfortschritt gebunden sind. Dass man also das Stützen der Wirtschaft verbindet mit einer Veränderung der Wirtschaft. Das haben wir immer gefordert und das passiert in anderen Ländern viel stärker als in Deutschland. Da, ich glaube auch, da ist wieder Machtpolitik das richtige Wort. Das ist eine Marktsteuerung, eine Marktlenkung, damit ein Markteingriff. Und ich glaube, das hören die Unternehmen nicht so gern. Aber klar, ein selbstbewusster Staat sagt, das ist öffentliches Geld, das ist Steuergeld, das muss eine gesellschaftliche Rendite haben. Und die heißt nicht nur, die Unternehmen, die vor der Krise da waren, sollen danach da sein, sondern sie sollen möglichst auch zukunftsfähiger sein, als sie davor da waren. Und dafür müsst ihr euch ändern. Und dann kommen wir wieder in die Geschichte: Änderung erzeugt Widerstand, aber den kann man ja überwinden. Was die Impfstoffproduktion angeht, bin ich tatsächlich der Meinung, dass der Staat sich kümmern muss. Wie soll ich das sagen? Kümmern heißt, im Idealfall eine Schnittstelle zu schaffen. In den USA ist es eine Behörde, die dazu da ist, die gesellschaftlichen Notwendigkeiten, wie viel wollen wir impfen, auch die politische Unterstützung und die private Wirtschaft miteinander zu verzahnen. Aber nicht zwei getrennte Bereiche zu machen, sondern es ist eine Behörde, die im Zweifelsfall Genehmigungsverfahren schnell durchführt, die im Zweifelsfall sich kümmern kann, auch politisch kümmern kann, dass Vorprodukte irgendwo anders besorgt werden können, die im Zweifelsfall aber auch den Wirtschaftsunternehmen sagt, wir brauchen mehr davon. Und auch einen Blick darauf hat, das ist ja die Debatte, die vor 14 Tagen geführt wurde, ob die Firmen ihre Lizenzen, ihre Patente, die lizenzierbar sind, so einsetzen, dass sie dem gesellschaftlichen Nutzen dienen. Und wenn das nicht so ist, dann kann diese Behörde auch sagen, wir haben hier ein anderes, es gibt ein größeres gesellschaftliches Bedürfnis als das, was ihr erfüllen könnt. Ihr müsst die Lizenzen auch noch der Firma XY geben, denn wir wissen, die können auch noch produzieren. Vielleicht nicht morgen, aber übermorgen. Und dann plant man das in einer Gemeinsamkeit im Idealfall. Und das wäre sozusagen eine öffentlich-private Partnerschaft, die wir ja immer ein bisschen skeptisch gesehen haben, wenn es darum ging, öffentliche Güter zu privatisieren. Mhm. In diesem Fall wäre es eine öffentlich-private Partnerschaft, die den Mehrwert von ökonomischer Tätigkeit der Gesellschaft sichert. Das wäre klug. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, dass in der Pandemie eben auch es Unternehmen gibt oder Betriebe, die einfach daran verdienen, dass das Virus so wütet an dieser Bekämpfung, das dann ist ja verdient? Bekannt oder offensichtlich. Also Jens Spahn sitzt auf irgendwelchen Masken und zwar in großer Stückzahl, die ihm untergejubelt wurden, die nichts taugen. Also ob die ein bisschen was taugen, das weiß ich nicht genau, aber sie haben jedenfalls nicht das Produktsiegel gekriegt, das ihnen versprochen wurde. AstraZeneca hat den Vertrag mit der Europäischen Union sehr zu seinen Gunsten ausgelegt. Ich würde sagen, nachdem der Vertrag veröffentlicht wurde, wenn auch geschwärzt, die EU hat recht und nicht AstraZeneca. Die hätten mehr liefern müssen. Also ja, da haben einige, ich will es mal so formulieren, auch das sind
widersprüchliche Interessen und nicht automatisch sind die ökonomischen Interessen der produzierenden Unternehmen diejenigen, die die öffentliche Hand und damit die Gesellschaft hat. Aber wundert Sie das nicht, dass der Staat dann so schwach erscheint, oder auch die Europäische Union, die ja, wo man ja sagt, ist ein Markt von 450 Millionen Bürgern, die zwei Impfungen brauchen, also ist größer als der amerikanische Markt. Warum erscheinen die so schwach? Also sie erscheinen nicht schwach. Wir erleben im gewissen Sinne die Machtlosigkeit der Macht. Es gibt super viel Macht, ökonomische Potenz. Die Europäische Union ist eigentlich ein super Gebilde und Deutschland eines der reichsten Länder. Und wir haben die erfahrenste Bundeskanzlerin und die größte Koalition. Und so, aber schon im Kleinen scheitert es. Und aber das ist ja wieder so ein Paradoxum. Wie kommt das denn? Das ist ja auch das, was die Bürger so umtreibt. Genau das, was sie sagen. Eigentlich das stärkste Land oder eines der stärksten Länder, ein reiches Land, die erfahrene Kanzlerin, der große Markt der EU. Und trotzdem... Naja, das klingt jetzt ein bisschen politikersprechmäßig, aber es liegt daran, dass wir unsere Strukturen nicht rechtzeitig gelöst haben von dem alten Denken. Also, um es durchzudeklinieren, das, was ich eben vorgeschlagen habe, also so eine Agentur, eine Schnittstelle zwischen öffentlichem und privatem Markt, gibt es in den USA seit 2006. Ist damals aus der militärischen Sorge vor biologischen Kampfstoffen gekommen. Die EU will sie jetzt einführen. Warum? Warum jetzt? Wahrscheinlich hat man darauf vertraut, dass entweder die USA Pionierarbeit leistet oder man wollte den Unternehmen nicht ins Fahrwasser geraten, wieder im Maritim. Aber 15 Jahre später als die USA, schwer zu erklären. Die Digitalisierung auch mal durchzusetzen in die Schulen rein, dass die Digitalisierungsmittel, die vom Bundestag, also auf der Bundesebene 5 Milliarden vor zwei Jahren oder so beschlossen wurden, in minimalen Prozentzahlen jetzt verbaut sind? Wie kann man das passieren lassen? Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ein Gremium, das nicht in unserer Verfassung steht. Sie ist im gewissen Sinne auch Ausdruck dessen, dass das reguläre Regierungsgeschäft, Bundestag, Bundesrat, man macht Gesetze und kommt auf der Basis von Mehrheitsverfahren dann zu Regeln, nicht gut funktioniert. Infektionsschutzgesetz als Stichwort. Also im Grunde ist das ja ein unhaltbarer Zustand, dass die Aussetzung der Bürgerrechte in einem massiven Maße, die ich in weiten Teilen für richtig halte, nicht alles verstehe ich, aber in weiten Teilen für richtig halte, verabredet wird in einem Nicht-Verfassungsorgan und danach müssen die Landtage das quasi nachvollziehen oder es wird über Verordnung regiert. Aber wie wäre denn der richtige Weg aus Ihrer Sicht? Jetzt in der Pandemie, wo es vielleicht mal schnell gehen muss, wo man vielleicht auch nicht alles lange debattieren kann. Wie wäre es denn richtig? Könnte nicht das Parlament von sich aus sagen, klar, wir wollen das jetzt, also die brauchen ja nicht auf eine Erlaubnis warten. So ist es. Deswegen ist der Appell, die Bundesregierung muss man das Parlament stärker beteiligen, auch ein weiterer Ausdruck von Hilflosigkeit. Denn das Parlament ist ja die Legislative. Das Parlament steht über der Regierung. Man könnte sagen, und das wäre mein Appell, Leute von den anderen Fraktionen, setzt euch mit den Grünen zusammen. Wir haben mehrfach jetzt Modelle für einen Stufenplan entwickelt. Was sind denn eure Modelle? Und wenn die Regierung keinen hinkriegt, dann machen wir halt selber einen. Das wäre richtig. Ja, das Parlament das kann sich ja, quasi die Macht zurückholen. Aber dazu muss sich eine Mehrheit bilden. Und die bildet sich im Moment nicht, weil ich glaube, die anderen Parteien oder die anderen Fraktionen im Bundestag mehr Ministerpräsidenten haben und denen auch nicht ins Fahrwasser kommen wollen. Also Große Koalition blockiert im Prinzip die Mehrheit. Die hat sich damit abgefunden, dass die Ministerpräsidentenkonferenz diese informelle Rolle hat, glaube ich. Und die Ministerpräsidentenkonferenz nochmal ist ja als koordinierendes Gremium ist es ja okay. Aber bei Entscheidungen, und so sind alle Fachministerkonferenzen, es gibt Wirtschaftsministerkonferenzen, Finanzministerkonferenzen, die KMK, die Kultusministerkonferenz, alle haben einige haben manchmal so qualifizierte Minderheiten, aber eigentlich die meisten funktionieren nach Einstimmigkeit. Ja, das ist natürlich in der Pandemie bei lauter selbstbewussten Ministerpräsidenten eine schwierige Ansage. Bundestag, Bundesrat funktioniert nach Mehrheit, da kann man dann die Argumente wägen und dann gibt es aber auch eine Entscheidung. Wenn der Letzte das Licht ausmacht, dann bleibt es
lange hell oder eben wird früh dunkel, was auch immer. Aber die koordinierende Rolle der MPK stelle ich nicht in Frage. Die legislative Rolle der MPK ist auf Dauer kein guter Zustand. Wie hätte man den verhindern können? Nochmal, Sie fragten ja, wie konnte es dazu kommen, indem die Strukturen rechtzeitig angepasst werden. Also die Gesetze so geschaffen werden, ein Stufenplan beispielsweise, wenn Folgendes passiert, dann wird Folgendes geschlossen. Und das wird dann in den Parlamenten, erst im Bundestag, dann in den Landesparlamenten auf gesetzlicher Basis verankert. Und dann wird dann sozusagen mit Verordnung danach gezogen und sagt, so, jetzt haben wir Inzidenzwert von oder Auslastung von Krankenhausbetten von, jetzt ziehen wir es nach. Aber es bedeutet eben, vorausschauend zu agieren. Jetzt ist natürlich der Schlamassel da, aber alle sagen, das ist nicht die letzte Pandemie, die wir bekommen, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass Pandemien wiederkommen oder dass das Virus selbst mutiert, ist einfach riesengroß. Wenn wir also wieder ein bisschen frei sehen können, sagen wir, die nächste Bundesregierung wird den Föderalismus nochmal auf Funktionsfähigkeit überprüfen müssen, die Resilienz der Wirtschaft nochmal stärken müssen, die Digitalisierung voranbringen und zwar in allen Bereichen. Und auch da müssen wir uns sicherlich nochmal, also meine Partei, mit Datenschutzstandards ein Stück weit beschäftigen. Aber dass man den Bürgerinnen und Bürgern das Leben leicht macht und nicht schwer und Impfstofftermine wie Pandemiegeschehen leicht nachvollziehbar macht, das muss mindestens alles erfolgen. Und das Gleiche gilt für Europa auch. Also die vier Ebenen sehe ich. Sie sind ja sehr tief eingetaucht hier in gesellschaftliche Veränderungen, Beschreibungen und so weiter. Aber die ist so eine Grundfrage, die ich noch nicht so richtig beantwortet sehe, ist ja die, wie passt eigentlich so eine Pandemiebekämpfung, die ja sehr strikt sein muss, mit Demokratie zusammen? Ist das ein Widerspruch oder haben wir da einen Nachteil als System? Demokratie bedeutet ja, dass man jedenfalls repräsentative Demokratie bedeutet ja, dass man Menschen wählt in dem Vertrauen, man gibt ihnen quasi das Mandat für eine gewisse Zeit dann die Entscheidungen zu treffen. Das heißt also nicht automatisch, dass alle immer zu allem gefragt werden müssen. Die Institutionen allerdings müssen dann Rechenschaft über ihre Entscheidungen ablegen. Und insofern sind radikale Entscheidungen, auch die Einschränkung von Freiheitsrechten, die immer begründungspflichtig sind, Rettung von Leben, Schutz des Gesundheitssystems, damit eben Leben gerettet werden, sind in einer Demokratie möglich und sprechen nicht gegen eine Demokratie. Also ja, das, was wir erleben im Moment, ist nicht undemokratisch. Es ist nicht undemokratisch. Es sind gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Menschen, des Volkes, und sie treffen ihre Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen. Daran habe ich keinen Zweifel, dass Repräsentation und Beteiligung und Nachvollziehbarkeit und Transparenz besser sein können. Das ist ohne Frage auch so. Aber es ist nicht undemokratisch. Das will ich hier klarstellen. Also insofern passen Pandemiebekämpfung oder krisenhafte Situationen und Demokratie sehr gut zu, nichts passt in der Situation gut zusammen, aber sie widersprechen sich nicht automatisch. Was allerdings nicht bedeutet, dass jede Form von Entscheidungsfindung die allerbeste ist. Da habe ich Zweifel dran. Das, glaube ich, würden auch selbst die Ministerpräsidenten selbst sagen. Eigentlich ist das jetzt kein nur glückliches Gremium, was wir da alle drei Wochen veranstalten. Glauben Sie denn, dass es jetzt in der Pandemiebekämpfung auch sowas wie einen Wettbewerb der Systeme gibt? Also sprich das totalitäre China zum Beispiel oder auch Russland oder die EU und die USA. Werden die Bürger sagen, ja, guck mal da, es läuft doch da viel besser oder da. Also sind wir da irgendwo auch im Wettbewerb? Ja. Absolut. Und zwar, nun weiß ich nicht, ob viele Leute nach China schauen und sagen, guck mal da, die hängen jetzt halt auch mal eine Kette vor ein Haus, wenn da Leute infiziert sind, das läuft doch viel besser. Aber dass es auf einer politischen Ebene einen systemischen Wettbewerb gibt und dass die Pandemiebekämpfung genutzt wird, um so eine Art Pandemie-Geopolitik zu betreiben, das ist offensichtlich. Also China versucht, ökonomischen Einfluss in Europa zu bekommen. Das tut es schon immer und macht es auch mit Impfstoff. In Serbien wird der chinesische Impfstoff verimpft und die Europäer schaffen es nicht, die schaffen ja noch nicht mal in Europa genug
Dosen zu verteilen, aber in Serbien schon gar nicht. Und in Serbien schwören die jetzt alle auf China. Das ist eindeutig so. Und das setzt nur fort, was davor schon da war, dass das Auseinanderfallen von Märkten und Marktwirtschaft und damit Wohlstand und die Hoffnung oder eigentlich das sicher geglaubte Wissen, automatisch kommt damit eine Demokratisierung, und zwar im Sinne einer liberalen Demokratie, einer offenen Gesellschaft mit Trennung von Gewalten und einer unabhängigen Jurisdiktion und der Freiheit der Presse. Das ist schon in den letzten Jahren kaputt gegangen. China ist ein Beispiel, aber wir sehen es auch an anderen Stellen, dass Länder ökonomisch sehr stark werden und ihre politischen Systeme eher immer autoritärer werden. Und das setzt sich, glaube ich, in der Pandemie fort. So wie ich eben schon sagte, und das ist ja die These des Buches, die Pandemie bestärkt all die Kräfte, die davor da sind. Das heißt, Europa im Sinne eines weltoffenen, die liberale Demokratie als Wert hochhaltenden Europas muss in die Gänge kommen. Es muss sich einigen, es muss seine ökonomische Kraft besser ausspielen, es muss weltpolitikfähig werden. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich muss hier aber noch ein bisschen was fragen mit Blick auf den Wahlkampf. Fangen wir mal einfach an. Wer wäre denn Ihr Lieblings-Unions-Kanzlerkandidat? Ich denke schon. Meinen Sie echt, das will doch keiner wissen? Okay. Naja, dann reden wir so unter uns jetzt, umso besser, Herr Habeck. Ja, ist mir, ich nehme es, wie es kommt. Okay. Ja, also Sie meinen jetzt von den, lieber Laschet oder lieber Söder? Ach so, von der CDU, weiß ich nicht. Auch das nehme ich, wie es kommt. Herr Söder umarmt ja jetzt auch so die grüne Bäume, Bienen und so weiter. Ja, wenn es ihm hilft. Okay. Also wirklich, wenn die Idee, die wir als Partei und ich dann in dem Buch auch darstelle, richtig ist, dass die strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft, die Fliehkräfte, eine neue gesellschaftliche Umsortierung gerade auslösen. Und die bedeutet, dass mein Laden, und das meine ich jetzt nicht nur meine Partei, sondern mein Milieu, die Leute, die zuvor, die Selbstverwirklicher, die neue Mitte sozusagen, in eine andere Rolle gedrängt werden und die auch aber jetzt annehmen müssen, dann macht es wenig Sinn zu sagen, ach, welche Rollen spielen denn die anderen noch? Mhm. Natürlich guckt man sich dann morgens an, was haben die denn so erzählt und so. Das ist ja dann auch immer ein bisschen Beruf und Taktik gehört dazu. Aber seine Entscheidung davon abhängig zu machen, was die anderen machen, wäre absurd an der Stelle. Oder wir glauben nicht daran, dass es stimmt, was wir uns erarbeitet haben und was soziologisch und ökonomisch beschrieben wird. Dann wäre das Buch falsch. In der Umfrage am Wochenende oder in einer Umfrage am Wochenende kam jetzt die SPD auf sage und schreibe 17%, die Grünen auf 18. Habe ich gesehen von der Bild. Ja, genau. Und Scholz sagte, er spielt auf Sieg. Halten Sie das für realistisch? Kann alles passieren. Klar. Also ich finde, ich kenne Olaf Scholz lange und schätze ihn sehr als sehr kompetenten Politiker. Diese, im Grunde alle spielen auf Sieg. Also ich, diese selbst, das sind ja immer so, wenn man sowas sagt, dann glaubt man irgendwie selber nicht dran, dass man siegt. Also Bayern München muss nicht sagen, dass sie Deutscher Meister werden wollen. Alle erwarten das sowieso. Also das, aber Dortmund muss das immer sagen. Oder so, Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich insofern, bin nicht so ein Fußball. Ich spiele auf Sieg, das, ja, oder okay, ich, alle spielen eigentlich auf Sieg. Bin ich Handballer, ja. Aber das beeindruckt mich jetzt nicht. Okay. Wir haben politisch eine komplett offene Situation, aus der ich ableite, dass eine offene Situation auch was Neues kreieren oder schaffen sollte. Das ist der nochmal, ne, das ist die ganze Ansage. Also was Neues wäre so, aber dann eine grün geführte Bundesregierung. Darum zu kämpfen, möglichst stark zu sein. Ich sage nicht, stell mich dahin und sag, wenn wir nicht 30% machen, dann bin ich enttäuscht oder irgendwie sowas. Das ist alles, schon diese Ansage ist für mich knöcherne Politik von vorgestern. Aber zu sagen, was sind die großen Probleme unserer Zeit und wer hat die Lösungskompetenz und dann das Selbstbewusstsein aufzubringen und zu sagen, der Reparaturbetrieb, für den die Große Koalition ja steht, kann nicht die letzte Antwort sein. Und wir haben
eine andere Antwort, eine andere Idee dahinter, auch eine andere Form, wie eine Gesellschaft wieder selbstbewusst und leidenschaftlich sein kann und optimistisch sein kann. Das sage ich natürlich, klar. Und dann werden wir sehen, was dann passiert. Und nochmal, also dieses Jahr ist wirklich politisch so unvorhersehbar wie selten, wahrscheinlich ein Jahr davor, zum ersten Mal einen Wahlkampf ohne amtierende Bundeskanzlerin. Die Fliehkräfte der Gesellschaft, die eher dagegen sprechen, dass die ehemaligen Volksparteien die große Bindekraft noch mal haben können. Die ökonomischen Verwerfungen nach der Pandemie, möglicherweise das fortdauernde Pandemiegeschehen. Wir wissen ja nicht mal, wie wir Wahlkampf führen in diesem Jahr. Also wird es Marktplätze geben oder Townhalls? Wird es selbst die Frage, ob Leute Briefwahl machen oder in die Wahlurne gehen wird, kann alles wiederum verändern. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, die Leute entscheiden sich immer später. Und alle Parteien haben ihre ganzen Kampagnen erst auf die letzten 3 Tage, dann auf die letzten 3 Stunden und dann auf die letzten 30 Minuten fokussiert. Ja, sozusagen am Sonntagmorgen, da musste sozusagen das große Wahlbudget nochmal über die sozialen Medien ausgespielt werden. Ja gut, wenn die Leute jetzt 6 Wochen vorher anfangen, Briefwahl zu machen, alles, was gelernt wurde, alles für die Füße. Also alles kann passieren, aber es kann eben auch die unwahrscheinliche Sensation passieren. Und wäre das nicht cool, in seiner Zeit einmal eine unwahrscheinliche Sensation erleben zu können? Ich meine, wenn genug Leute das einmal erleben wollen, dann machen wir ein gutes Wahlergebnis. Kann man das Buch als Ihre Bewerbung für diese ungewöhnliche Situation lesen? Wenn ich damit helfe, meiner Partei das nötige Selbstbewusstsein, aber auch die Demut vor der Situation zu geben, dann bin ich ein glücklicher Parteivorsitzender. Und wären Sie auch gerne Kanzler? Ja, klar. Also klar, nicht im Sinne von, das wird alles easy going, aber dass wir uns das zutrauen und dass Annalena und ich uns mit dem Gedanken beschäftigen, haben wir jetzt mehrfach gesagt. Das weiß man ja, aber genau, aber es kann ja nur einer, oder wollen Sie... Nein, das kann nur einer oder eine. Eine, genau. Ja, also eine. Und das Person ist ja auch bekannt, und dass wir das dann im Frühjahr entscheiden werden. Wissen Sie schon so näher, wann im Frühjahr? In einem Zeitrahmen, hat ja Michael Kellner, der Geschäftsführer, gesagt, zwischen Ostern und Pfingsten. Das ist hinreichend unbestimmt, aber auch dann doch so klar, dass man weiß, was mit Frühjahr gemeint ist. Habe ich was vergessen, Sie zu fragen, was Sie noch gerne loswerden wollen würden? Ganz viel. Das Buch hat ja 400 Seiten. Aber okay. man hat hoffentlich einen Eindruck bekommen, was die Idee dahinter ist. Mit diesen Worten würde ich jetzt gerne die Buchvorstellung hier oder die Buchdiskussion und den Ausflug in die politische Landschaft in Deutschland beenden. Wir haben gelernt, dass alles Veränderung ist, dass möglicherweise auch Veränderungen bedeuten, dass es am Ende der Bundestagswahl eine Situation geben wird, die eine Sensation gleichen könnte, wobei jetzt hinreichend ungenau geblieben ist, was genau die Situation, die Sensation sein könnte. Und in diesem Sinne kann ich eigentlich nur sagen, wer im Lockdown noch was zu lesen sucht, man kann in das Buch schon mal reinschauen und durchblättern. Und in diesem Sinne schönen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Und ich möchte jetzt noch ankündigen, dass es Feedback geben kann. Und zwar gibt es einen QR-Code, der zu einer kurzen Umfrage führt. Und es wäre schön, wenn Sie sich daran beteiligen. Und im März gibt es die nächste Veranstaltung in dieser Reihe, So bunt wie das Volk. Vielen Dank.